Willkommen zu einem ganz wunderbaren Game, und zwar Tales of Kenzera, und zwar Zau. Und Dankeschön an EA, dass ich dieses wunderbare Game heute meiner lieben Community zeigen darf, die auch mit live dabei ist im Chat. Deswegen lasst gerne ein Like da, kommt gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Dieses Game hat eine unfassbar süße Backstory, beziehungsweise der Grund, warum dieses Spiel überhaupt entwickelt wurde vom Entwickler und vom Entwicklerstudio. Da gehe ich nämlich gleich mit drauf ein. Das Spiel gibt es übrigens seit gestern, seit dem 23. April. Und es ist eigentlich für alle Plattformen erhältlich. Wir haben einmal Xbox Series XS, PlayStation 5, PC via EA-App für Windows. Dann haben wir einmal Steam, Epic Game Store und Nintendo Switch. Also ihr könnt es eigentlich auf jeder Plattform zocken. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Meine lieben Mods posten euch den Link tatsächlich auch einfach in den Chat rein. Dann könnt ihr euch das Spiel gerne abchecken. Und wir begeben uns nämlich heute auf eine sehr emotionale Reise. Ich werde euch das einfach mal ein bisschen schon mal hier schmackhaft machen. Es ist quasi ein emotionaler Action-Adventure, der eben durch die Welt von Kenzera euch führt. Und wir spielen quasi einen Gott des Todes, der uns hier durchführt. Und zwar gibt es hier auch Sonnen- und Mondmasken, mit denen haben wir quasi unsere Kräfte. Und ihr habt schon gehört, Gott des Todes hört sich ganz traurig an, hat auch einen sehr saden Hintergrund, als ich dann eben die Story gelesen habe. Die lese ich euch jetzt einmal hier zusammen vor. Und zwar einmal gibt es hier nämlich die Einführung von den Surgeon Studio, die das Spiel gemacht haben. Und da lese ich euch einmal vor, wie es dazu kam, dass dieses Spiel überhaupt entwickelt wurde. Das fand ich tatsächlich ganz arg süß. Das mache ich euch mal hier auf, dass wir es uns mal zusammen lesen. Und zwar sagt nämlich der Entwickler: Mein Vater war ein bemerkenswerter Geschichtenerzähler. Im sozialen Umfeld war er jedoch nicht der Typ, der ein Gespräch anführte und sich aktiv an Geschichten beteiligte. Stattdessen verhielt er sich eher wie ein Beobachter. Er hörte aufmerksam zu und nahm auf seine eigene ruhige Art an der Welt teil. Aber wenn er sprach, hatten seine Worte eine natürliche Anziehungskraft, die mühelos die Aufmerksamkeit aller Anwesenden fesselte. Er verließ Kenia, um in Großbritannien Informatik zu studieren, und wurde Softwareingenieur bei Xerox. Er wollte in Großbritannien Geld verdienen und seine Familie in der Heimat zu unterstützen. Er war ein Künstler oder Schriftsteller und hatte auch keine Meinung zur Kunst im Allgemeinen. Er war einfach ein Mann, der die Momente, die das Leben ihm bot, zu schätzen wusste, und wenn sich ein Moment bot, genoss er die Gelegenheit, ihn zu teilen. Es ist 10 Jahre her, dass ich meinen Vater an Krebs verloren habe. Alles, was wir hier erschaffen haben, die Geschichten, dieses Studio und das Spiel, das ich euch vorstelle, ist eine Hommage an ihn. Mein Vater hat mich dazu inspiriert, Geschichten zu erfinden und zu teilen, die mir wichtig sind. Und das möchte ich mit diesem Studio tun. Das Spiel ist Tales of Kenzera Zau, das wir jetzt heute spielen, erzählt von der Reise eines Jungen, der sich mit seiner eigenen Trauer und seinen neuen Identitäten auseinandersetzt, nachdem er jemand verloren hat, den er liebt. Begleitet vom Gott des Todes dreht sich seine anfängliche Suche und den verzweifelten Wunsch, seinen Baba wieder auferstehen zu lassen. Aber während wir uns gemeinsam auf die Odyssee begeben, wird uns klar, dass die Reise viel tiefer geht. Ich erinnere mich, dass ich mich immer wieder fragte, wäre ich bereit, alles zu opfern, um ein paar Momente mehr mit meinem Vater zu genießen? So sad. Als ich dieses Spiel begann, hatte ich keine Antwort, doch jetzt, wo wir uns dem Ende nähern, habe ich das Gefühl, dass ich meine Antwort gefunden habe. Indem ich nicht nur das Spiel, sondern auch das Studio aufgebaut, ein engagiertes Team von 30 Personen zusammengestellt und die zugehörigen Geschichten geschrieben habe, habe ich erkannt, dass es nicht darum geht, das, was ich aufgebaut habe, zu opfern, um meinen Vater zurückzubringen. Nein, es geht darüber hinaus. Ich glaube, dass ich mit diesen Unterfangen dem Geist meines Vaters ein Gefühl der Ruhe und des Friedens gegeben habe. Ach, das ist so süß. Ja, super, super sad und schön. Kriegt gleich Pipi in die Augen. Und das ist quasi der nette Herr, der das hier alles entwickelt hat. Der Schamane, gesprochen von Abuka Salim. Und ja, auch quasi hier einmal House of Dragon, HBO, Raised by Wolves. Ich glaube, es ist alles, was er gesprochen hat, ne? Ja, oh, super süß. Also super süße Geschichte, um quasi eine Story zu erstellen. Und sehr, sehr rührend tatsächlich. Und deswegen gehen wir jetzt rein in Tales of Kenzera. Ich bin sehr gespannt. Es wird bestimmt emotional, gerade weil wir wahrscheinlich am Ende die Frage stellen, ob wir alles opfern oder den Vater eben zurückholen. Spiel ist seit gestern erhältlich. Wir gehen rein. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo auch. Und dann drücken wir einmal rein in die Geschichte. Fortsetzen. Fortsetzen. Thank you.
So, neue Reise. Super süß. Okay. Ja, ich bin sicher. Dies ist ein fiktives Werk. Name, Charaktere, Unternehmen, Orte, Ereignisse, Schauspiele, kulturelle Referenzen. Das ging zu schnell. In liebevoller Erinnerung an diejenigen, die unser Leben berührt haben. Oh, es ist sad. Oh Gott, ich bin heute so emotional. Dieses Spiel ist eine Hommage an ihren beständigen Geist. Oh, süß. Every story begins at the end of another. Geil. Musik schön. Geh hinein. Oh, es ist schön. Oh, es ist cool. Wow. Nice. Ich liebe den Stil aus so ganz neuartigen Gebäuden und dann noch dieses elterliche hier, dieses bisschen karibische. Richtig nice. Let's go rein hier. Oh, es ist schön. I can't. Oh, ist das vielleicht das Haus meines Vaters? Oh, es ist schön. Was ist denn das für eine Bude, ey? Es ist schön. Wie geil die Aussicht, ne? Das muss auch geil sein, ne? Wenn du einfach ein Designer von im Game Development bist von Welten. Es gibt ja auch quasi in Game Design verschiedene Richtungen. Leute, die Charaktere designen und Leute, die dieses Gebäudedesign oder Welten. Das muss so geil sein, wenn du da kreativ genug bist. Sieht das cool aus. Voll die Riesenbude, ey. Zuberi. Oh, sie ist schwanger, oder? Ja. Mama. Okay. Mama. I miss him, I miss him so much. Oh, das ist so sad. Ich kann es heute nicht. Ich bin heute echt emotional, ne? I know. I miss him too. No. Maybe if you go to see him, pay your respects. No, I can't. I can't do that yet. Zuberi. Mama, I can't. Voll geil gesprochen. Schon voll emotional. Your Baba, he left this for you. For the days after. Oh, Ringer, es tut mir so leid. Das ist gerade ein Schlag ins Schlag. Habe meinen Papa im Februar verloren. Ist aber ein schöner Gedanke. Ach du Süßi. Mein ganz, 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 ganz herzliches Beileid für alle, die jemand verloren haben. Auch an dich. Dein Baba, er hat dir das hier hinterlassen für die Tage danach. Oh Gott. When Baba found out he was sick, the look on his face, the anxiety, the fear, the anger, even a little confusion. But he had this sudden drive to write. He started this book. I think he wanted to make sure he had a good story to tell his son. Leslie hat gestern geweint im Stream wegen dem Spiel. Oh nein, dann heul ich bestimmt auch. What's it about? I don't know. But maybe it is for you to find out. Take your time, Zuberi. Thank you.
My story began at the end of a world I once knew. Das ist geil. Geil, die Musik ist geil. Boah, da freue ich mich jetzt drauf. Ich hoffe, bei den Kämpfen kommt übelst die epische Musik. Dann gehe ich ab wie ein Devil May Cry. The Shaman's path is one of healing. One of guiding. Yet, wow. How does a shaman perform his duties when he is the one in need of healing? Of guiding. Baba. Help me, Baba. I need you, Baba. No, sie ist so arm, oh Gott. Kalunga, God of Death, hear my plea. Kalunga, God of Death, come to me. Kalunga, God of Death. Das ist Sonnenmaske und die Mondmaske. Geil. Mein Papi? Kalunga. Ah, ne. God of Death. Guardian of the veil between the realm of the living and the dead. My name is Zao, Shaman of Amandla. And why, Zao, Shaman of Amandla, have you called me to the realm of the living? Der sieht aber unfassbar nett aus, muss ich sagen. It is told that there are three great spirits who have denied you. And if a shaman can cross your veil, having shepherded these spirits with death in tow, great favor by death, true wealth bestowed. I know the tale. And tell me, Kijana, what wealth is it that you seek? My Baba. A sickness plagued him. You have taken his soul, and I am here to reclaim it back. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I seek my Baba's return in exchange for these spirits. Oh, das heißt, ich hole die Geister, opfer sie quasi ihm. Den Tod und dann bekomme ich meinen Vater zurück. Aber wahrscheinlich sind diese Geister da, um das Gleichgewicht der Welt zu halten, oder? But those who fail. Mhm. Kalunga's grace shall know. I know what is at stake. What do you truly? All I see before me is a boy. A desperate boy with a desperate plea. I am a shaman. My father's son. Wielding his masks, knowing his ways. I can do this, Kalunga. I know I can. Words carry little weight against the strength of action. But you have spirit. This much is true. We go east. Perhaps there you may prove to me you are worthy of such a task. I will show you my worthiness. Show you the grace of the moon. Don't trust the death, sieht das schön aus. Okay, geht's eigentlich auch. Oh cool, es geht auch mit. Geil, es geht auch mit Controller. Woo! So. Neuer Codex-Eintrag. Karte. Okay, da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Fertigkeiten kann man frei. Schmuckstückchen. Codex. Charaktere. Kann man hier alle anschauen. Und die Reise. Da kommen noch einige auf uns zu. Okay, kann ich mit dem jetzt reden? So. Drücke RTR mit einem Gespräch mit Kalunga. You look at these statues with anguish, Nganga. What ails you? When I was young, my Baba would bring me here, to Patakatifu. Hast du es schon gespielt, Lock Holmes? Als ich jung war, brachte ich meinen Baba hierher nach Patakatifu. You would admire these statues with fear, awe. My Baba would tell me the tales, great tales, wondrous tales of the great spirits of this land. And every time we passed through these crossroads, I would look at them and wonder if I would ever be so lucky to be graced with their presence. Now you look at them and are reminded of the reality and challenge that befalls you. This daunting task of facing the great spirits. No. I am reminded of my Baba. You look at these statues. Oh, okay, when I was young, you would admire these statues
And every time now you Sorry. Okay. Jetzt kann ich hier einfach losdüsen. Let's go. Kann ich das auch lesen? Kivlu. Verdiene dir Kalungas Hilfe. Okay, let's go. Let's go! Es ist schön. Um höher zu springen. Okay, let's go. Sehr nice. Let's start the tutorial. Doppelsprung. Woohoo! Okay, da kann ich jetzt quasi hier wahrscheinlich diesen... Ah, ne, brauche ich gar keinen Doppelsprung. Oh, es ist schön, wie sich auf einmal die Welt verändert. Passt zwar ein Gebiet entdeckt. Kann ich irgendwie auch runter? Nee, ich kann wahrscheinlich aber einfach hochjumpen. Ja! Kann ich jetzt unten lang oder oben lang? Oben lang. Wir gehen oben lang. Durchs Wasser preschen, ja geil. Oh, herrlich. Die Musik ist geil. Voll die schöne Welt. Ich mag das sehr. Oh, wenn Welten einen Mix haben aus Dunkelheit und dann werden sie auf einmal richtig schön. Also wenn es nicht nur so trüb ist. Deswegen sage ich ja immer, ich habe Probleme mit so apokalyptischen Games, wo es immer nur traurig aussieht. Deswegen hatte ich ja damals bei Zelda auch Schiss beim Zweier. Okay, bösartige und tödliche Geister durchstreifen das Land von Kenzera. Nutze die Macht der Masken, um sie zu besiegen. Die Maske des Mondes zeichnet sich sowohl durch Angriffe aus großer Entfernung als auch durch Technik zur Gruppenkontrolle aus. Drücke X, um einen leichten Angriff auszuführen. Okay. Bam! Nicht mit mir, Mann. Da oben ist noch einer. Oh, ich kann sogar zielen damit. Uiuiui. Easy, easy. Ich kann nicht mal gehen. Warum lebt der denn noch? Trifft Gegner mit gezielten leichten Angriff. Tue ich doch. Zählt nicht. Schwerer Angriff. Ach so, muss ich hoch? Ah, ich muss zielen, ne? Ah, okay, hier ziele ich. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Oh. Yes, yes, yes. Okay, ich hab's. Komm her, mein Freund. Ganz schön gut, die Sau da oben. So, okay, geil, so kann man richtig zielen. So. Trifft Gegner mit schweren Angriffen. Ah, okay, verstehe. Oh, ich bin gleich tot. Hey, Game, ist es gerade mein Tutorial? Mach's mir nicht so schwer, Mann. Oh mein Gott. Ah, geh weg, ist das Tutorial. Ich will nicht im Tutorial sterben, das ist unangenehm. Okay, jetzt kann ich die einfach besiegen, ne? Oh Gott, Hilfe, nein, nein, nein. Nein, nein, bring mich nicht um. Bring mich nicht um. Das ist ja so peinlich. Die Community schaut zu. Oh Gott. Okay, Leute, voll easy, Mann. I use the mask to channel my power. It is the mask of the moon. Baba taught me the ways. Graceful is the flow. A harmony soaked in virtuous intent. You should keep moving. Your proficiency intrigues me, but yet it does not make you immortal, Kijana. You are injured. You must heal. I am fine. A gazelle that limps will struggle to outrun the lion. Maybe you are right. Fine. Wenn du Gegner Schaden zufügst, wird Sau mit Energie belohnt. Drücke nach oben, um zu heilen. Ah, nice. Okay, ich kann dann heilen. Sau kann auch Heilungen in der Welt finden. Sehr gut. Okay. Die wussten also schon. Das war vom Spiel so gewollt. But never so unsettled. So schön die Stimme von ihm. You do them a service by performing your duties and giving them peace, Nganga. Also Leute, ich schaffe immer alles first try. Also, wer mich kennt, weiß, ich bin Pro-Gamerin. Oh, was war das? Sealed gate. No matter. There must be a key nearby. No matter. Dann habe ich bis an Shadow Heart. Something matter. Ich
Ich finde es süß, dass ihr euch jetzt eigentlich schon so gefreut habt mit Papo, dass es wieder spielt. Mit leichten Angriffen. Okay, no problem. Oh, was war das? Die Maske der Sonne haben wir jetzt. Verleiht Saub brutale Nahkampfkraft. Drücke XXX, um eine leichte Angriffskombo auszuführen. Nice. Geil, also ist quasi die Mondmaske. Schwere Angriffe. Geil. A powerful mask, with no question a powerful history. Also Mondmaske ist eigentlich für weite Attacken und Sonne für nahe. The mask of the sun. Baba showed me that to wield it is to harness a most ferocious love. The fiery flames of noble intentions. Hm. Your Baba taught you well. Not just a boy now, eh? Mhm. Only time will tell. So süß, wenn du Baba sagst. The sun. The moon. I must embrace the dance. Er habe nachgeschaut, wenn er in House of the Dragons gesprochen oder gespielt hat. Und ich glaube, ja, der Schauspieler passt zu dem Charakter, wenn ich es dir richtig gesehen habe. Ja, voll schön gesprochen. Drücke LB, um zwischen den Masken der Sonne und des Mondes zu wechseln. Das ist der Tanz des Schamanen. Nutze die einzigartigen Kampfstile der Masken, um dich je nach Situation anzupassen. Ah, okay, guck mal, hier kann ich wechseln. Geil. Okay, dafür wäre jetzt auf jeden Fall Nahkampf gut gewesen, hier auch. Das ist geil, könnt ihr immer so durchswitchen. Love it. Geil, boah, das macht Bock. Ich werde euch alle umbringen. Tot. Ulogy. It is the spiritual property that resides in everyone and everything. Through your resonance as a shaman, it can accentuate your inner power. When the time is right, use this energy. Adapt it to your will. Through Ulogy, Zao, you can become stronger and faster than ever. Okay. Ulogy ist eine Seelenenergie, die man durch das Besiegen von Gegnern und das Aufbrechen von Ulogy-Kristallen erhält. Sammle Ulogi, um Schamanpunkte zu verdienen. Schamanpunkte können ausgegeben werden, um Saus Fertigkeiten zu verbessern. Okay. Let's go. Da können wir dann auch upgraden gleich, ne? Das ist so ein schöner Akzent, ne? Ich find's auch voll schön. Geil. Macht die alle platt. Keine Chance für niemanden. Wollte ich nicht einen Schlüssel finden? Da muss ich wahrscheinlich durchswischen. There, the key. Oh. I cannot reach it. Das sollte doch kein Problem sein. Weg mit dir. Ich glaube, das ist so für mich so ein Spiel, wo ich sag, das ist doch so ein perfektes Switch-Game, oder? Was er dann abends im Bettchen ganz gemütlich spielt. Ah, wahrscheinlich geht es jetzt nur mit der Kraft und nicht mit der Mondkraft, oder? Das ist schön. Wo ist der Schlüssel? I need the Schlüssel. Ich glaube, ich kann gleich mal ein bisschen upgraden. Ich schau gleich mal. Da hätte ich jetzt eigentlich gerne den Special Move. Ah, die Sau trifft ja voll gut. Das reicht jetzt. Komm runter hier. Oh Gott, shit. Nein. Ja, die sind ganz schön stark. Die sind ganz schön stark, Mann. Das war alles so gewollt. Geht doch. You move with a fury, Shaman. Fury and grace. The mask of the sun and the moon. Baba would say, the sun and moon never oppose one another. They never hold one over the other. It is a balance. Kamauhai Nakifo. Ja, also da müsst ihr sicherlich im Spiel taktisch vorgehen, ne? Anders als ich jetzt. Ich guck mal, ob ich hier schon was pimpen kann. Fertigkeiten. Nee, noch nicht genug.
drücke X um. Nee, habe ich noch nicht. Aufladung hier auch nicht. Nicht genug Schamanpunkte und auch nicht hier. Mann, ich will mich aber upgraden, Mann. Okay, muss ich das jetzt runterschieben? Ah, dann bricht es ein, ne? Kann das sein? Joi! Look at this. A floating griot idol. Do you feel that too? That energy? I do. It is not a sense of apprehension or fear, only inspiration. It is coming. I want to go closer, but I'm not sure. Approach it, Zao. Awaken its energy. Ich will es berühren. The boy stood before a being he was familiar with, yet a stranger too. Okay, so jetzt activate. Es gibt auch Punkte. Sehr gut. Genau, so ein bisschen Ori-Vibes. Das kann ich jetzt, glaube ich, liegen lassen, oder muss ich das mitnehmen? Bediene dir Kalungas Hilfe, finde den Schlüssel. Ah, hier. Yay, we got it. Finally. Now to the gate. Wo war das Gate nochmal? Das Gate war unten, ne? Glaube ich. Glaube ich. Müsste. Ja, oder? Oh, was ist denn da oben? Moment mal. Was ist das? Oh, deswegen hat er so sich rangeschlichen. Drücke L und R, um einen Energieangriff auszuführen. Diese mächtigen Angriffe kosten 2 Energiepunkte, okay. Der Energieangriff der Mondmaske des der Maske des Mondes ist Mondstrahl. Ein verheerender Energiestrahl, der alle Gegner seinen Weg auslöscht. Okay, oder Supernova. Worauf habt ihr Bock? Supernova oder Mondstrahl? Ja, voll Lederhose. Supernova. Ja. Okay. Fast ausgeglichen, aber es gibt mehr Supernovas hier am Start. Okay. Oh, ich kann es, glaube ich, gar nicht. Ich muss jetzt Mondangriff machen. Oh, fett. Holy shit. Okay, es ist gut, es ist gut. Okay, danach machen wir für euch die Supernova. Ich lade mich kurz auf. Ah, das ist ja geil. Ah, shit, ey. Du Sack. Oh Gott, da muss man wirklich aufpassen. Ich mach gleich nochmal Supernova für euch. Oh nein. Ist dann für so einen vielleicht echt sowas fast besser? Eventuell. Ich lasse mal jetzt den hier ausgerüstet, damit ich für euch dann die Supernova machen kann. Supernova. Hier ist der Schlüssel. Zao, I have seen enough. I will journey with you, Shaman. This is the road to Ikakaramba, home to the great spirit of the sky. That is our first destination. Okay. The sooner I bring you the great spirit, the sooner you return my Baba to me, yes? Aww. This will not be easy, Shaman. Those before you have tried and failed. Then I will not. Come, we're making little progress standing around. Get to Ikakaramba. Get to the Great Spirit. Süß, mein Papa. Oh. Oh, oh. Okay, ich glaube, ich kann mich upgraden. Kann es sein? Ja, warte mal. Mond oder Sonne? Boah, ich bin ja schon eher so eine Haut-drauf-Sau, aber ich würde sagen, wir machen es mal ausgeglichen. Und dann gibt es hier die erweiterte Form. Es gibt einmal den... Wenn du in der Luft bist, halte L und Y gedrückt und dann auf den Boden zu krachen. Das ist auch geil. Ah, dafür brauche ich 2. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich runter soll oder nicht. Ich folge mal dem Schrein.
für seine süße Musik. Die mächtigen Klippen. Warte mal, ich höre da doch jemand. Ein kleines Mädchen. The girl has a lilting voice. Give her a moment. Let her finish her melody. I cannot wait. Hey, move please. Huh? Richtiger Gentleman, ey. Ach du Scheiße, oh mein Gott! Oh Gott. Oh Gott, Hilfe! Oh Gott, nein! Nein, Mama! 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 Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich muss doch da hoch oder muss ich hier einfach drüber? Oh, tatsächlich. Ich habe es zu kompliziert gemacht. Oh! Ja! Ah! Ah! Muss ich da jetzt runter? Ich glaube ja, ne? Ich muss einfach schlittern. Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott, da! Oh, ich hab's geschafft. Das passiert, wenn man kein Gentleman ist. Weg mit dir! Weg mit dir! Hoch an die Dinger! Genau, das machen wir extra Schaden hier. Ja, die muss man dann direkt abschießen, ne? Da muss er direkt schnallen. Jetzt bin ich ja richtig gut, ey. Jetzt mach ich dir für eine Supernova. So? Every step, another obstacle, another obstruction. The gates, the spirits, the girl, now this stupid bridge. Ja, das war ich die letzten 5 Wochen. Genau das, was er sagt, war ich die letzten 5 Wochen. Mit jedem Schritt ein weiteres Hindernis, ein weiteres Problem. Dann bei mir waren es aber die PCs, die Menschen, die Ämter und jetzt dieser blöde PC. I was not expecting that. Genau. Das hat dann mein Management zu mir gesagt. What? Und ich das. A shaman to be bested by a bridge. Ja, und haben sie gesagt, eine YouTuberin, die sich von ihrem PC besiegen lässt. It did not best me. It did. You are careless. Since we began, you have been so focused on reclaiming what you feel is yours, that you disregard yourself, others, the very journey itself. Oha. Ja, hat ja recht, ne? Hätten wir das Mädel nicht gestört, wären wir nicht eingebrochen. What? That is not true. I'm doing this for my Baba. What? Recklessly charging with abandon, scaring a little girl, endangering her life and yours? You do this for your Baba? Sehr guter Punkt. You wish to walk this path? Do it with respect. Ja, ich glaube, die Ansage bräuchten viele Leute. Ja. That girl up by the bridge. She was calling to something in the sky. She may know of the great spirit we are seeking. Wahrscheinlich ist sie der große Geist. Boah, wenn sie der große Geist wäre und ich am Ende sie opfern müsste und dann merke ich kann meinen Baba nicht holen dafür, dass ich ein kleines Mädchen töten muss. Perhaps. But first, you must find a way to the surface. Schaut euch mal den an. Das bin ich, wenn ich nachts zum Kühlschrank schleiche. Nein, das kann warten. Hau ab und dann stürzen einfach alle ein, ey. Das ist so geil. Die Hautruf-Mentalität. I know this symbol. Greatness. Greatness. Fools chase it, yet heroes are found by it. What is such a symbol doing here? I once saw my Baba paint the same symbol. It must be a way of the shaman, a challenge of some sort. Not every challenge needs a challenger. Let us continue our journey. We have much to do. No, no, you do not understand. Beyond there is a power. I can feel it, one that only we can use. All I have to do is get through it. Prove my worthiness as a shaman. Hmm. The choice has always is yours. If you believe you can, then you must. But be cautious. Na, so wie gerade mit der Brücke. Oh Gott, muss ich da runter? Okay. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Oh, oh shit, ich sterb direkt.
Oh nein, das ist bestimmt so eine Prüfung, ne? Oh mein Gott, Leute, das kann ja nur furchtbar sein. Jai! 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 Oh, ich hab's geschafft! Oh Gott, I did it. Oh mein Gott. Clap in the chat, bitte. Das war unbelievable. Oh Gott. Oh Gott, es geht ja weiter. Oh Gott. Oh, oh nein! Oh Gott! Nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin so schlecht in sowas. Oh nein! Nein, noch nicht clappen. Ihr clappt zu früh. Ich hab's mir noch nicht verdient. Der Clap ist noch nicht verdient, Leute. Moment, Moment. Nein, 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 nein. Halt, halt, halt. Halt, stopp. Jetzt zeige ich euch, wie es geht, Leute. Alles gut. Moment. Ich hab das drauf. Ich hab das drauf. Drauf, 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 drauf. Ich hab das drauf. Ich hab das drauf. Das war jetzt schon ein sehr painvoller Schrei. Also, das ist jetzt ein Witz. Ich zeige euch jetzt, wie es geht, okay? Also, ihr springt hier runter, dann duckt ihr euch. Dann springt ihr gekonnt rüber, dann duckt ihr euch. Und dann seid ihr oben. Dann macht ihr einmal Doppelsprung, dann macht ihr nochmal Doppelsprung, macht ihr nochmal Doppelsprung und swoosh. Und dann macht ihr hier bis hierhin Lauf, Lauf, Lauf. Und dann macht ihr swoosh. Ich schaffe das jetzt. Das wäre jetzt ja wohl gelacht. Komm, also jetzt bin ich angefixt. Also swoosh, swoosh, swoosh. So, easy, easy, easy. Sliding, sliding, sliding. Mhm, mhm. Ah, look at me. Look at that wrist. Das ist einfach nur wrist. So, und dann macht ihr das. Macht ihr das? Macht ihr das? Macht ihr das? Und dann habt ihr es easy geschafft. Ich habe ein Schmuckstück erhalten. I've seen this before. A shaman's trinket. See how delicate it is. Powerful too. Yes. You are lucky, Zhao. First try. This power in the wrong hands would easy. Be disastrous. Today, it has found a gleich beim ersten Mal. You are a shaman of Kinzera. Use this power how the others would have wanted. For good. Und Dr. Sachsenstein. Ich glaube, ich lese nicht recht. Okay. Dann haben wir das jetzt auch easy. Ich will eine Herausforderung. Aber nein, Spaß. Richtig assi. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, wo lang. Oh, da ist die Herausforderung. Halt, warte. Ich mach nachher noch Supernova, okay? Das zeige ich euch gleich mal. Aus dem Weg. Did you really think that a Brit would best me? Yes, I did. Shows how much faith you have in me. Yes, it does. Sau hat Schamanenschmuckstück gefunden. Ein uraltes Relikt von Kenzera, das Sau eine mächtige Segnung gewährt. Werkbänke werden benutzt, um Schmuckstücke auszurüsten. Oh, oh, hello. Was bin ich da lesend? Also, ein erhabener Geist. Das Jonglieren mit Gegnern im Kampf erhöht die Menge der erhaltenen Energie. Geil, ich kann mit Gegnern jonglieren. Die niemals schlafenden Geister schweben in der Luft, während die Schamanin gackerte. Angriffshaltung. Der Schlag, der durch den Gesamtstoß von Gegnern untereinander oder mit den Übergebungen steht, wird erhöht. Ja, mach ich. Geil. Oh. Ich hab so das Gefühl, dass es da oben runter kracht. Mit dir! Oh, 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 die explodieren. Bitte, no. Das heißt, ich muss weg von denen, ne? Boah, das war episch. Tokoloshe, Tricksters corrupted by their lingering circumstance. They have abandoned their jesting nature for spite. Oh. Do not underestimate them, Zhao. Okay, weiter geht's. Da komme ich nicht lang, ne? Oh nein.
Was wollen die jetzt von mir? Ist wahrscheinlich weiter runter, ne? Oh, da ist so ein Stein, den will ich haben. Yes. Nice. Voll schön sieht es aus. Elevate. Swash. Genau, swooshy swoosh. Hier komme ich nicht durch. Oh shit, da bin ich echt direkt tot. Oh. Da auch. Oh. Wer hätte das gedacht? Hier geht's aber auch nicht lang, ne? Ah, hier geht's lang. Einfach weitergehen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, weiter, weiter. Yay. Oh, süß, Jumbos, was ist das? Bid them no caution. They do not seek to offend or harm. Truly, they are good people. Aww. Their only wish is to care. Aww. They rejuvenate and welcome others. They help. Sie verjüngen und heißen andere willkommen und die sind da, um dir zu dienen? Come, take a moment. A traveler must rest to know the ground has shifted. Warum gibt's sowas nicht in unserem Leben? Ach, da kann ich jetzt, rasten und chillen. Okay. Die Schnellreise nutzen. Ah, okay, damit kann ich schnell reisen. Ah. Aber ich habe ja gerade nichts zum Schnellreisen. Ich habe ja nichts aktiviert. Keine Echos. Oh, süß sind die. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Nö. Ich kann hier nicht schnell reisen. Oh. Passt es, Wanderers. Let's go. That statue. It looks just like the sun and moon masks. Ja, das hat echt eine schöne Geräuschkulisse. Auch die Musik und alles. Ich glaube, ich habe jetzt ein Upgrade bekommen, oder? Bambas Stein. Wenn du die Mondmaske trägst, halte LT gedrückt und benutze L zum Zielen. Drücke R, um Bambas Stein zu werfen. Der Gegner oder fließendes Wasser einfriert. Oh. I feel different. Adithia Bamba. Hmm. A tale tells us his legend. Long ago, the villages surrounding Ikakaramba were at the mercy of raging floods. It was Bamba, a young shaman, who would quell the water's rage. Bamba took a small stone, imbued it with the power of the moon, and threw the stone from the highlands peak when the waters were at their angriest. The force of his throw was so great, so fast, that it solidified the waters. It allowed the people to leave safely and migrate away from danger. Now, this shaman shrine means to imbue you with your predecessor's power. Bamba Stone. What is funny? Sorry, Bamba Stone? Is that really the name? These are the stories of your ancestors. He gave of himself, and the people here reveled in his sacrifices. I mean, for throwing a stone. He got a shrine for that. Das ist geil. His experiences are embedded in the masks you carry. Use these teachings well. Verwende Bambas Stein. Oh, auf rauschendes Wasser, um es vorübergehend einzufrieren. Nice, weil dann können wir diese ganzen Sachen nämlich jetzt mal. So, kann ich da nicht hier dann ziehen? Ah, nice, geil. Dann kann ich nämlich jetzt dafür sorgen, dass diese ganzen Flüsse einfrieren. Cool.
Oh, es ist nice. Das ist cool. Das ergibt einem ja voll die Möglichkeiten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh, oh, nee. Nein! Nein! Okay. Aber ist geil. Cool. Sehr nice. Geil, kann ich die einfach einfrieren, die Penner. Boah, die sind ganz schön gut, ne? So geil auch das Kampfgeschrei von ihnen, ne? So gut. Uiuiui, du Sau. Nicht mit mir. Oh, 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 my life be like. Uah, uah. Au. Oh. Die! Ey, die sind so stark, die muss man, glaube ich, echt mit denen hier ready machen. So. Weg mit dir. Oh, hier lebt noch einer. Zwei sogar. Aua. Okay. Alles ist gut, Leute. Kununga? Do all shamans get shrines? No. The actions of the Englanga dictate who does and who does not. Hm. Oh ja, Massage. Massage me! Massage me! So, kann ich da nicht irgendwie weiter noch nach unten gehen? Tschung! Sieht so nice aus. Okay, da kam ich ja her. Da muss ich jetzt wirklich hochgehen. Okay. Das war ein Schwein. Das auch. Das auch. The waters around the boy fell and cascaded onto themselves with a will of their own. Okay. Tschung. Jo. Jetzt fällt die ganzen Wasserfälle wieder hoch, ne? Ist halt die Frage, ne? Wegen hier, kann ich das hier auch einfrieren oder so? Nee. Aber komme ich da irgendwie hoch? War hier nicht irgendwo auch ein Fluss? Wie komme ich da hoch? Oh, shit. Nochmal hoch. Oh, ups. Oh nein, 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 nein! Du musst umdrehen, glaubst du? Ich dachte, du musst da hoch. Aber hier ist doch kein Fluss mehr zum Abschießen, oder? Finde einen Weg aus den Höhlen. Oder muss ich hier nochmal weitermachen? Ah, auf der anderen Seite, ne? Ah. Oh, ah, okay. Oh Gott, das wird aber jetzt complicated, ne? Da muss ich jetzt eigentlich jetzt springen. Und während ich springe, muss ich das machen. Ah, okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Ah. Nee, da war ich ja. Aber da war ich ja schon.
war hier, wo ich den Stein bekommen habe. Und dann bin ich ja hier lang. Oh nein. Genau, dann bin ich hier lang. Oder weiter hoch kann ich ja nicht. Oder kann man hier noch lang? Nee. Oder hier? Nö. Oh, das hatte ich noch nicht, ne? Hä, wird das nicht schon eingesammelt? Und dann bin ich wieder hier. Das heißt, ich muss schon nach oben. Aber gut, dann habe ich jetzt wenigstens auch den Kristall. So, ich muss jetzt wieder hoch. Zu den Wasserfällen. Das heißt, ich muss jetzt an diesen Steinen wieder hochgehen. So, wo waren die nochmal? Ich glaube dahinter. Und jetzt muss ich warten, bis es auftaut. Und dann zack rüber. Und dann hier wieder hoch. Genau. So. Hier, genau. Okay, wir haben es. Es war eigentlich Zeit für eine Supernova, ne? Oh, shit. Supernova kann ich gerade nicht machen. Okay, dann muss ich nämlich hier schießen. My Baba will have a shrine, as will I. When I bring him back, they will tell our tale. Our Hadithi. I will show you. Focus on the now, Zao. I am focusing. I know what to do. Return to the surface and seek out this Ikakarambangal. Cool, was ist denn hier? Oh, nice, wenn man nachgeguckt hat. Geilo. Wir können es voll upgraden jetzt gleich. Yay! Also wenn man in den Flow kommt, dann ist es richtig. Dann flowst du. Dann bist du einfach so, wuhu! Das Spiel erlaubt es dir auch einfach so schön schnell zu sein. Ich will hier raus. Ach, habe ich das wieder zugemacht? Die Musik ist so schön. So, jetzt ist offen. Yay! Jetzt muss ich aufpassen, ne? Jetzt muss ich gucken, wo ich wieder hochkomme, ne? Supernova! Wow! Oh, goodbye, my friends. Das war jetzt richtig geröstet. Rösti! Kommen wir da auch hoch? Oh. Oh, ich bin gleich wieder oben. Halte ich das jetzt auf? Geil, ich kann das auch aufhalten. Nice. Nice, Rü. Oh, 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 oh. Oh Gott, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ist geil, dass man wieder hochkommt. Das ist schon richtig nice. Guck, das, was ich vorhin machen wollte, kann ich jetzt endlich. Yay, wir sind wieder oben, Leute. Juhu. Over the broken bridge, Zao. Please do not fall this time. Ja, jetzt die Frage, komme ich darüber? Schaffe ich das? Ja, puh. Geil. Okay, so, jetzt lass mal ganz kurz gucken, dass ich hier... Ich nutze ja schon eher das, aber leichte Angriffskombo, das mit den Luftnudeln finde ich nice. Okay. Wir sind wieder oben.
Das Mädchen wurde, ist abgestürzt, oder? It is surprising to see Anika Karamban. When the storms became violent, most had fled. Or was. What is the girl doing out here all alone? Who is she calling to? All questions for the girl to answer. Until then, you should be considering your apology to her. You frightened her, Sao. You owe her one at the very least. The Basenji's sorry lick is mightier than its proud bite. Okay, I get it. Was war das? Da fallen Steine runter. Hup. Jai. Oh nein, Mann! Ach, Mann! Richtig auf den Kopf gebröselt hier. Ach cool, der kann sogar abwehren. Oh shit. Oh shit, okay, let's go, let's go, let's... Ich kann es nicht, oh nein! Oh Mann, ich wollte gerade Supernova machen. Das gibt's doch nicht. Warte, da muss man echt einfach nur ballern. Ui. Ja. Oh Gott, wie komme ich denn da hoch? Hä? Hä? Da irgendwo anders lang gehen? Nö, muss da schon irgendwie hoch. Oder kann. Ach so, mit dem kann ich glaube höher springen, oder? Ja. Oder ich kann es einfach besser mit Feuer. Ich glaube, dass das Mädchen noch irgendeine wichtige Bedeutung hat. In unserer Entscheidung und generell in allem. Bup, bap. Bibabi, bup, bup, bup. Jetzt schon wieder der da oben, ey. Ich sag's dir, der schmeißt dir irgendwas ins Reiz. Hier, komm da runter! So, Ruhe jetzt! Das Gefühl, ich komme mit dem irgendwie besser voran, kann es sein? Oh ja, okay. Das ist irgendwie so ungewohnt, weil ich bin irgendwie noch von Mario gewohnt, dass der nicht so hoch springt und da schnell nicht mehr kann. Und der hat damit überhaupt kein Problem. Muss ich da hoch oder muss ich dann hier lang? Ich fahre jetzt erstmal da lang. Ich fahre. Bup. Such curious creatures. Ah, hier kann ich jetzt reisen. Schnellreise. Das teste ich jetzt gleich mal. Halte, um Schnellreise zu machen. Oh, schön. A touch naive, perhaps. But they mean well. I do like them. Nice to have some creatures out here that are not trying to maim me. Ja, voll süß. Ich will, dass sie mich massagen. Warum tun die das nicht? Why they don't massage? Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier lang. Bep. Oh, I understand.
There's a problem. Boop. Uiuiui, kommt doch her. Los, fallt runter. Yay. Mit dir. Oh, wir alle immer fragen wegen Ball, das Geld, ihr Mausis. Nee, ich habe jetzt Papo gesagt, ob er Freitag kann. Freitag kann er leider nicht. Soll ich denn das jetzt schaffen? Ich will jetzt nicht sterben. Boah. Wegen meinem PC, weil er ständig abstürzt. Das heißt, wir gucken, ob wir es vielleicht Sonntag spielen oder ansonsten nächste Woche. Aber wir haben ja für Sonntag noch eine Baldur's Gate-Folge. Wir waren ja fleißig und haben vorgespielt, ihr kleinen Süßis. Aber ja, jetzt wird es halt mega spannend, ne? Deswegen fragt ihr wahrscheinlich alle, weil jetzt kommen so die krassen Akt 3-Sachen. Da freue ich mich auch schon mega. Vielleicht machen wir auch echt mal so eine 9-Stunden-Session. Hätte ich echt Bock drauf. Weil jetzt bin ich ja auch nicht mehr am aktuellen Stand, ne? Das, was jetzt kommt, ist ja für mich auch neu. Oh, du schreibst morgen Abi. Glückwunsch, beziehungsweise, nee, du schreibst noch. Ich drücke dir die Däumchen. Ich hoffe, du bist nicht zu sehr aufgeregt. Ah, ich habe Angst vor denen. Die. Du Schwein. Ja, mir rutscht das Herz in die Hose. Oh Gott. Ey. Da hatte ich auch mal so einen Panik-Shot. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Ich war ja auch erstens, also ich habe ja angefangen mit der Hauptschule, Wirtschaftsschule, Fachhochschulreife. So war ja mein... So war mein Werdegang. Und dann ins Studium gegangen. Und ich weiß noch, in der Wirtschaftsschule, da ging es mir auch überhaupt nicht gut, weil ich auch einfach ganz schlechte Menschen um mich rum hatte. Und ich habe die Schule gehasst, wirklich. Ich habe es einfach gehasst. War für mich einfach Psychoterror. Und da weiß ich noch, dass wir diesen BWL, es fingen alle Prüfungen um 8.30 Uhr an. Und BWL war die einzige, die um 7.45 Uhr angefangen hat. Und ich weiß noch genau, wie eine Freundin mir geschrieben hat um 7.30 Uhr, hey, du weißt ja schon, dass wir heute um 7.45 Uhr die Prüfung schreiben. Und ich war noch daheim. Ich dachte, ich muss mich übergeben. Wir sind so schnell gefahren. Ich kam 15 Minuten zu spät, es war unfassbar peinlich, war super gestresst. Das war absoluter Horror, wirklich absoluter Horror. Werde ich nie wieder vergessen. Und ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Ne? Ich war einfach nur so zeitweise so gestresst in dieser ganzen Zeit, dass mir das echt entgangen ist. Es ist furchtbar gewesen. Kann ich mir bis heute nicht erklären. Don't touch me. Kongamato Spirit. When Baba went fishing, he would say if you did not feed them some of your catch, it meant trouble. Hmm. Boat breakers. Boat breakers? Boat breakers. Ja, das war eine Berufsschule. Also eine Wirtschaftsschule. Ich wollte eigentlich anfangs die Wirtschaftsschule machen, weil ich wollte aufs Wirtschaftsgymnasium. Und dann habe ich mich zum Glück doch für so ein bisschen mehr den kreativen Weg entschieden. Semazao, I know you love your Baba very much. I do. But tell me of your mama. Ja, stimmt. Who was she? We should stay focused. Keep looking for the Ikakarambangal. Aber wieso, wer war sie? Lebt die Mutter nicht mehr? War das meine Schwester vorhin? Das war auch die Mutter von ihm, oder? Oder nicht? Wenn wir 10 Minuten zu spät kommen, dürfen wir nicht mehr mitschreiben. Was? Das ist heftig. So, look. There she is. Hey, Ujambo. For little legs, you run fast, eh? Listen, I wish to apologize. I should... Hey, no, wait. Wait.
Also ganz ehrlich, wenn irgendein Typ auf eine Brücke zugerannt ist, weswegen ich fast gestorben wäre, hätte ich auch Angst. She had little legs? Ja, und dann noch Little Legs Shaming. Das geht gar nicht. Ich war während meiner Matheprüfung in der Realschule zusammengebrochen, musste dann der Schulleiter gerufen werden. So, ich verstehe das, der Druck. Den kann ich so nachvollziehen, dass man einfach so Angst hat. Vor allem, wenn es auch so gewisse Numerus Clausus gibt und du gewisse Noten erreichen musst. Also mir war es zum Beispiel so, für mich war Mathe einfach super, super schwer. Ich habe dann am Ende in der Fachhochschulreife meine 3 geschafft, aber das hat mir auch echt alles abverlangt. Ne? Also da habe ich auch nur noch gelernt und hatte halt Glück, dass ich die geschafft habe. Da war ich dann schon sehr happy. Aber ja, ich habe letztens wieder eine Dokumentation gesehen über das Schulsystem in Korea. Das ist ja abgefahren. Ne? An dem Tag fahren ja keine Flugzeuge, damit die Schüler Ruhe haben. A clever fennec can catch two hairs. What? The girl is bringing us closer to Ikagaramba. Oh, oh, hat die vielleicht damit was zu tun? Do you come up with these things yourself? Korea ist echt krass und vor allem die jungen Leute nervt es ja selber. Die sagen ja mittlerweile selber, das ist dieser Druck, den die in der Schule verspüren, das ist ja nichts Tolles. Also die sagen ja selber, das ist so ein psychischer Druck und da wird ja an einem Tag alles abgefragt, alles. Und das Schlimme ist, da geht es nicht nach Noten, sondern du wirst wirklich gescored nach deinen Schülern. Das heißt, die 4 besten Schüler bekommen den höchsten Score. Und du bist dann halt auf Stufe 10, weil du trotzdem eigentlich auch 99 Punkte hast, aber 10 vor dir haben 100. Das heißt, du bist auf Platz 10. Und das ist halt das Brutale, weißt? Dass du halt da so eine krasse Konkurrenz verspürst. Dann gibt es ja auch nur ganz wenig Elite-Unis. Und das ist echt furchtbar. Das ist echt interessant. Das müsstet ihr euch echt mal anschauen. Das ist crazy. Muss ich eigentlich zurück? Folge dem Mädchen? Da war ich ja schon, ne? Die ist ja hier lang. Wäre das Straße auf den engen Flugzeuge fahren würden. Nee, sorry. Die Flugzeuge fliegen nicht wegen dem Lärm und die Polizisten, also Polizei wegen, fahren dich teilweise auch hin, wenn du zu spät kommst. Das ist echt irre. Da wirst du angefeuert, wenn du reingehst. Und das Krasse ist, das sind alles super gute Schüler. Nur du musst einer der wenigen Prozent sein, die allerbesten sind. Und das ist furchtbar. Du kannst trotz 100 Punkten auf Platz 2 oder 3 kommen. Ja, weil es gibt nämlich diese, die nennen die irgendwie K.O.-Fragen oder die, es gibt so Special-Fragen, das sind die K.O.-Fragen, weil die kann nicht jeder beantworten. Wenn du die halt nicht richtig hast, bist du eh schon raus. Das heißt, es ist eigentlich, das ist ja das Frustrierende für die. Ich zeige euch mal die Dokumentation, die ich letztens auch wieder gesehen. Das ist echt zermürbend. Die hat keinen Bock mehr. Verstehe ich. So annoying is a Tokoloshi. So. Der Hiro, der hat auch ein Video über die Schulen gemacht. Ja, voll spannend. Mit dem Hiro geht es ja dieses Jahr für mich nach Japan. Da haben wir ganz krasse Sachen vor. Der ist so süß, der bereitet das gerade alles für mich vor und schreibt seit Monaten dort mit Leuten. Also seid gespannt, auf meinem Drittkanal kommen richtig, richtig krasse neue Sachen für euch. How did she get past here? Aber das wird auch heftig für mich. Und mein Management. Tut mir jetzt schon leid. Also ich bin dieses Jahr in Japan, Leute. Aber sehr viel geschäftlich eigentlich nur. Das wird geil. Freue mich schon voll. Da kommt doch jetzt 100 Pro was runter. So, you're sweating. You are more than welcome to take over. Die Schule sollte eigentlich auf das Leben vorbereiten, aber so wirklich schafft es das kein Land. Ja, also irgendwo muss man auch sagen, verstehe ich. Ab einem gewissen Punkt sagen auch manche Lehrer, auf das Leben müssen die Eltern vorbereiten. Aber ich verstehe, so Sachen wie zum Beispiel Steuern wäre ganz nett. Aber klar, vieles müssen auch einfach die Lehrer den Kids beibringen. Aber ich glaube, mehr über Steuern zu wissen, wie das funktioniert, wäre nice. So ein paar Kleinigkeiten wären schon gut. Und was ich halt cool finde zum Beispiel an Amerika ist, dass du einfach auch die Stärken der Schüler halt eben... Kann ich da irgendwie lang? Was mache ich eigentlich mit dem Stein? Dass du auch irgendwie die Stärken der Schüler zum Beispiel ein bisschen herausforderst, stärkst im Sinne von,
wenn sie zum Beispiel sportlich sind, dann gibt es halt im College halt ein Sportstudium und das finde ich halt cool. Weil manche Leute können halt einfach nicht gut in Mathe sein oder so, dass du einfach guckst, was haben denn die Schüler für individuelle Stärken und die supporten wir. Also auch diese Kurse finde ich cool, Theaterschulen, was sie da alles so lernen, das ist super. Studenten der Psychologie brauchen auch einen Einserdurchschnitt, ja, exactly. Hä, da komme ich ja gar nicht durch jetzt, oder? Komme ich denn da rein? Von unten? Ah ja, von unten. In Sachen Politik, zum Beispiel Steuern und sowas, habe ich vom Lehrer aus der Berufsschule angelernt bekommen. Da war ich in der Ausbildung. Das ist geil. Ja, das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Why is everything so dangerous? The girl appears non-threatening. So does the leopard from far away. Frag mich, wie das Mädchen hier rübergekommen ist. I was trying to do one of your sayings. I do not understand. Fine, fine. Oh. Ja, das passt mir eigentlich. Haha. Boah, bin ich krass, bin ich krass? Jai. Jai, jai. Ah, ah. Lass mich, lass mich. Ich weiß nicht, was ich tue, aber es funktioniert. Boah, Leute, bin ich krass oder bin ich krass? Clap in den Chat. Clap, 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 clap. Gruppensport ist Massenmord. Na, ich muss auch sagen, gerade so sporttechnisch, ich liebe ja Sport heutzutage. In der Schule habe ich es gehasst. Also, wenn ich halt auch so komische Disziplinen machen muss, die ich einfach nicht kann. Schwierig. Aber ich fand es voll spannend. Es gibt eine Dokumentation über Menschen oder halt. Ich glaube, es waren Lehrer, die sich fürs Sportstudium beworben haben. Und das Interessante war... War ich hier nicht schon? Nee, hier war ich noch nicht. Und das Interessante war, dass die Prüfer gesagt haben, die werden immer schlechter. Dadurch, dass man heutzutage nicht mehr so viel rausgeht, die Leute können keinen Handstand mehr und bewerben sich aber halt als Sportlehrer oder Lehrerin. Kennt ihr die Doku? Das war voll interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe, Leute. Bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg? Ich geh doch wieder komplett zurück, oder? Nee, da geht er langsamer. Da müsste jetzt gleich was passieren. Stop now! This is not funny! I... Ach Gott! She is fast. Ja, sie ist wirklich schnell. Kann es sein, dass sie ein böser Geist ist? Sie ist bestimmt kein kleines Mädchen. So. So generell Schulsystem, scheiße, so Noten muss es nicht gehen, aber so Ranking auch ist auch nicht das Richtige. Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn es jetzt, ich muss ehrlich sagen, hätte ich keine Noten gehabt, ich wäre faul gewesen. Also es muss schon, für mich musste es schon immer irgendwie einen Anreiz geben, sonst hätte ich, wäre ich so einer der Kandidatinnen gewesen, die dann sagt so, ja, was soll ich, warum, wenn es so keine Noten gibt, geil, Mann. Deswegen, ich brauchte schon Noten, das war für mich schon wichtig. Kann für euch anders sein. Aber so ein bisschen was... ist schon wichtig. Gerade für Menschen wie mich, weil die sonst nämlich komplett faul werden. Und da zähle ich mich dazu. Jai! Please stop running! Ich wünschte, ich hätte in der Schule den Ehrgeiz gehabt, den ich danach hatte. Ist bei mir genauso, der kam dann erst. Ich hatte in Mathe eigentlich nie Probleme. 5., 6. Klasse immer 1, dann andere Lehrer, dann so 2 bis 3 vor letztes Jahr Abschluss gemacht. 2 auf dem Zeugnis, 3 in Prüfung geschrieben. Letztes Jahr 11. Klasse total abgesunken. Von 2er auf 5er runter, lag echt irgendwie am Lehrer. Oh ja, die Lehrer machen teilweise auch so viel aus. Falls ihr übrigens Bock habt, ja, mal abgesehen, ihr habt schulfrei und habt Bock ein bisschen zu zocken. Das Game ist seit dem 23. April draußen. Das gibt's für alle Plattformen eigentlich. Wir haben es einmal für Xbox Series XS, PlayStation 5, PC via EA App. Könnt ihr dann quasi über Windows euch einloggen. Und das Spielen dann über Steam, Epic Game Store und Nintendo Switch. Falls ihr Lust habt, unten in der Beschreibung der Link und im Chat. A clever fennec can catch 2 hairs. The lift to Ikakaramba. Do you sense that? Yes.
The lift is incensed with spiritual energy. Those who are fleeing must have been trapped. Make your preparations, Shaman. This will not be easy. In Kunst, Musik und Sport sollte man, finde ich, nur die Mitarbeit und nicht für die Leistung gegeben. Genau, ich fand es irgendwann schade, Niklas, dass zum Beispiel irgendwann auch gar nicht mehr... Also wenn du quasi dann auch mündlich eine Note bekommen hast und das hat deine Note runtergezogen, das fand ich auch immer gemein. Hör mal, ach, den kann ich nur so töten. Ah, okay. Boah, shit. Ey, ich werd grad voll platt gemacht. Oh je. Oh, weg mit dir! Gott, Hilfe! Nein! Okay, die kann ich wirklich nur jetzt mit der Mondmaske gerade erledigen. Weg mit dir! Shit, ey. Leute, die haben mich umgebracht. Das gibt's doch nicht! Das ist mein erster Tod! Kann es nicht belieben. I can't believe this. Jetzt reicht's. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott, Hilfe, das ist viel zu viel. Ich schaff das nicht. Nein, warum sind die denn so stark? Ah, ich glaube, die kann ich immer erst die Maske, also da kann ich denen immer, ich muss denen den Schutz weghauen. Und dann kann ich die umbringen. Scheiße. Heißt, jetzt kann ich die erst umnietzen. Okay, oh, da muss er echt taktisch vorgehen, ne? Aber ist cool. Huhuhu. Oh Gott, Hilfe. Oh, was war das? Oh Mann. Oh Mann. Mann. Oh Gott, Hilfe! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Oh Gott, Hilfe, nein! Oh shit. Oh Gott, Hilfe. So, dann mache ich jetzt platt den Sack. Okay. Oh Gott, Hilfe. Hm.
Oh Gott, das war jetzt aber heftig. Oh mein Gott, oh Gott. Oh. Kalunga. Hm. These great spirits. Why did they deny you? They all have their reasons. So they said no to you and you just left them. Denial is a path that winds without end. Yet the path to its destination, it cannot bend. I do not understand. In time, you will. Oh. Pain. Oh. Warum fliegt hier alles? Hier kommt jetzt bestimmt der erste böse Geist, oder? Folge dem Mädchen. Ich glaube, dass das Mädchen gar nicht mal so nett ist, wie wir denken. Oh mein Gott. Oh nein, ist das der erste Geist, der erste Gegner? I'm not ready. Oh Gott, Hilfe. Oh, ich habe doch noch nicht mal angefangen, das muss ich tun. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Lass mich. Ah, okay. Und dann kann ich draufwalzen. Okay, let's go. Okay, verstehe. Komm schon. Ist gut, dann haben wir jetzt wenigstens Vertrauen zu dem Girl aufgebaut. Supernova kann ich noch nicht machen, aber mache ich gleich. Okay, noch einmal, dann kann ich es, aber dann ist er, glaube ich, eh schon dead. Jetzt Supernova. Oh, let's get ready to rumble. Das Game ist echt richtig nice, hab jetzt voll Lust drauf und wollte es mir gerade kaufen. Und dann habe ich festgestellt, dass es sogar kostenlos in einem PlayStation-Abo drin ist. Dann schlag zu! Are you okay? Me? Never better. But the way you took that Rojo out was amazing! So brave! That spirit went raw! And you went back, bing, boom, with the masks and dancing and jumping. Das ist geil. Well, you are safe now. So no need to be scared of it anymore. Or me. You? Who is scared of you? Oh, because I ran. I thought we were playing a game. A game? We leapt over pits of spikes, sweated over stone blocks. Encountered boat breakers for a game? Well, I am Zhao, shaman of Amandla, and I wish to apologize to you for running recklessly over the bridge. I was careless. Oh, thank you. Thinking of it, that was a bit scary. My name is Liana. Liana, I seek the great spirit of the sky. You mean Impundulu? Yes. Do you know her? Yes. We would always play and laugh together. But then, things started changing. She went to the skies. The storms never stopped. Then everyone was gone. I stayed for Impundulu to make sure she was okay. But that was who you were calling to on the bridge. Ah. Yes, I call and call and call, and never an answer. She only stays within the skies. If we can just play again, me and her, then it will be okay. L-
Liana, we need to stop these storms. For us to do so, we must get closer to these guys. Do you know how we can do that? Closer? I do, but the storms are... Now that is scary. The only way to reach the skies is through the waterworks, the highest point of Ikakaramba. Das heißt, der erste Geist ist wahrscheinlich irgendwas mit Sturm, ne? But it has been locked since the village was abandoned. And the keys are deep within the mines, so I do not know. Eliana, I know you are brave. I can see it. How about we go together? First to the mines. Really? You will really help us, Zao? I will do my best. Yes! Thank you! Maybe then Impundulu can play with me again. Thank you! Judy, das heißt, wir müssen ja drei Geister finden und ich glaube, der erste ist hier dieser Sturmgeist. Remember, Zao. Impundulu must be passed to the realm of the dead. Then you should have taken her when you had the chance. Excuse me? Never mind. What? Is there something on your mind, Zao? Leona is waiting for us. Oh, der ist grumpy, weil er sich den nicht geholt hat. Gucken wir mal, was gibt's denn hier? Erhöht die maximale Anzahl der Lichtladungen. Halte gedrückt, um intensive Kraft aufzubauen. Lasse sie dann los. Drücke Y am richtigen Zeitpunkt, gegnerische Projektile abzuwehren. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme... Ich nehme die maximale Ladung. Let's go. Kann man da rein? Ist echt interessant, gell? Da gibt es gefühlt echt 10 Wege irgendwie, die man durchforsten kann. Ich weiß gar nicht jetzt, ob ich oben lang gehe oder hier. Aber wir klupschen mal. Man wird ja meistens schon immer belohnt. Ja, guck hier zum Beispiel. Delicate yet determined she seemed, like the wading rivers that bestow the green and the bounty to us all. Ja, siehst du. Gegen Anxiety. Es kommt drauf an, was für eine Anxiety du hast. Also ich habe meine Anxieties immer so gelöst. Und das kann ich sicherlich nicht jedem zustimmen oder raten, dass ich mich meinen Anxieties immer gestellt habe, indem ich genau das gemacht habe, wovor ich Angst habe. Also ist jetzt ein Unterschied. Wenn du Angst hast, überfahren zu werden, solltest du es natürlich nicht tun. Wenn du zum Beispiel panische Angst vor Referaten hast, wie ich hatte früher ganz arg Angst, Referate zu halten. Und deswegen habe ich mich mit Absicht immer gemeldet, um extra Referate zu machen, um diese Routine reinzubekommen. Weil ich wusste, dass zum Beispiel damals in meinem Studium, du musstest jede Woche ein Referat halten. Und dann hatte ich dann kein Problem mehr. Sonst hätte ich nämlich das Problem gehabt, was eine Freundin von mir gehabt hat. Die hat immer vor den Referaten extreme Weinanfälle bekommen, so Weinkrämpfe, Angst. Und das habe ich mir wirklich dann, da habe ich mich richtig durchgeboxt. Aber bei Angst auch mit Menschen zu reden, das ist zum Beispiel auch wichtig. Und es kommt darauf an, was für eine Angst ihr habt. Bei mir geht es halt wirklich um Ängste, die man ja wirklich bekämpfen kann, indem man raus aus der Komfortzone geht. Wenn ihr aber wirklich andere Ängste habt, das ist immer schwer. Das muss ich immer wissen, was für Ängste ihr da tatsächlich habt. Aber am wichtigsten ist eigentlich wirklich, auch gerade wenn es in der Schule oder Arbeit sich irgendwie darum dreht, den Kollegen zu erzählen, den Schülern zu erzählen, den Lehrern zu erzählen, dass sie einfach Bescheid wissen. Und dann kann das schon ganz arg helfen. Und halt auch mit Baby-Steps, ne? Jetzt nicht komplett überfordern. Ganz kleine Schrittchen. Jetzt kann ich hier auch wieder hoch. Das war auch gut, weil hier kann man nämlich... Okay. Brauche ich einen Schlüsseli. Then let us make it run free again. Where are the keys, Liana? There are two. I was playing with my friend Tabia, and
We hid the keys all the way down at the bottom of the mine. Why did you do that? Tabia thought it would be funny. Mzee Jabari, the minekeeper, was always playing jokes. So, we wanted to get him back. What did he think? I'm sure he found it funny. The storm had hit the village, so... Sorry, Liana. Oh, so süße Expressions. There is a lift further into the mine. Take that, and it will bring you down to where the keys are. Wait here, then. I will not be long. Die Keys. Meine Angststörung und Depression beziehen sich mit dem Arbeitsunfall darauf, dass ich nur zu Hause bin und beruflich soweit noch nichts machen kann. Ab Mai soll es aber nur bürokratisch anders werden und habe die Möglichkeit, eine Umschulung zu machen, das auch gut für meine Psyche ist. Oh, das ist doch super. Das wissen Arzt und Amt und Arzt ist doch sehr, sehr gut. Mir fallen Referate nicht leicht. Vielen meiner Freunde nicht und ich versuche sie dann immer zu überreden, zusammen ein Referat zu halten. Ich tue immer den Leuten, die Probleme mit sowas haben, Mut zu machen. Das ist so süß von euch. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Kommunikation, weil ich weiß auch, dass eine von uns, die hat nie kommuniziert, was ihr Problem war. Die hat einfach immer geweint und wir wussten nicht, was los war. Und irgendwann hat sie es uns erzählt, dass sie so panische Angst vor diesen Referaten hat. Und da waren alle so süß und haben so, sind so süß drauf eingegangen, weil anfangs wussten wir gar nicht, dass es daran lag. Alia, when I said you should have taken him Bundulu when you had the chance, so much has happened. And I wonder whether things could have been prevented. Rare is it to change what has happened. But we can always choose how we move forward from it. The actions we are taking now will restore balance. That is what we must do. And we do so together. Werkbank, da habe ich noch keine weiteren Schmucksachen gefunden. Wir sind in der Mine. In der Mine. Also ich glaube, die Bosskämpfe gehen hier gegen später richtig ab, ne? Weil da muss der richtig taktisch vorgehen. Also hier zum Beispiel braucht man dann eigentlich auch wieder das, wo man alles zu Eis macht. Damit man da schnell durchschlittern kann. Kommt schon Eis. Cracke. Cracke. Nice. Ja, das ist schon echt, da musst du dein Brain richtig anstrengen bei dem Game später. Da musst du richtig zack, 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 aber es ist cool. Zack. Jo. War das so activaten? Oder muss ich einfach nur runter, ne? Ah, doch, ich kann integrieren. Interagieren, nicht integrieren. Sorry. Interagieren. Oh, jetzt wird's aber... Stimmt, hat's unten Gift, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Hat's schon so angebahnt hier. Jetzt mal langsam hier runter slowen. Ich finde das Game voll nice. Hol mir das, glaube ich, auch. Wie viel kostet das auf Steam? Das kann dir bestimmt gleich meine Mod sagen. Es ist, glaube ich, sogar in PlayStation drin, sogar kostenlos, hat gerade jemand gesagt. Deswegen will ich euch jetzt auch gar nicht zu sehr weiter spoilern. Ihr sollt es ja selber spielen, weil die Story ist noch richtig, richtig cool. Das habe ich euch ja vorhin schon vorgelesen. Oder ihr holt es euch halt für die Switch und suchtet es ganz gemütlich im Bettchen. Kann ich da lang oder bin ich dann dead? Jetzt
Kampfsystem ist halt übel geil, ne? Das muss man schon sagen. Die Kombination und allem. Das hat für sich so ein bisschen Devil May Cry-Vibes, ne? Das liebe ich ja auch, wenn du zwischen deinen ganzen Sachen rumschaltest und so. Yay. Schon cool. Ei. Eieiei. Oh nein. Oh nein, ich bin schon wieder nicht richtig dran gesprungen. Okay, ihr könnt es auch noch länger vereisen, wenn ihr nochmal drauf schießt. So, jetzt aber hier, let's go. Oh je. Oh nein. Please, please, nein! Please! Oh. Oh. Das war erbärmlich. Das war erbärmlich, war das. Ja. Nein. Nein. Oh Gott. Okay, dann muss ich rüber und dann muss ich zack. Oh Gott. Das ist erbärmlich, Leute. Falsche Taste. Oh Gott. Okay, Leute. Ich würde sagen, ihr werdet sicherlich selber herausfinden, wie ihr weiterkommt. Ich will euch auch storytechnisch nicht zu weit spoilern. Das Game, wie gesagt, kam am 23. raus. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Könnt es euch gerne holen. Es ist herausfordernd. Es braucht Gehirnschmalz. Und das Kampfsystem ist übel cool. Die Story wird gegen später, glaube ich, sehr sad. Aber ich bin sehr gespannt, ob wir am Ende unseren Vater wieder ins Leben wecken oder was das eigentlich für die Welt bedeutet, wenn man es nicht tut. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und Abo wie immer sehr freuen. Vielen, vielen Dank an EA, dass ich dieses wunderbare Game meiner Community vorstellen konnte. Und ich glaube, es sind schon einige im Chat angefixt, die auch schon geschrieben haben, dass sie sich geholt haben. Und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und habt einen wunderschönen Tag oder Abend. Ihr kleinen Stinker.